willkommen zurück zu einem neuen Video. Der letzte Girl Talk, der mehr so unter dem Thema Sex Talk stand zum Großteil, kam so gut bei euch an, dass ich mir dachte, machen wir doch mal einen nur reinen Sex Talk zu allen Themen. Und ich habe euch da um Fragen gebeten auf Instagram, da sind auch einige zusammengekommen. Wir gehen die heute einfach mal gemeinsam durch. Erster Punkt, bevor ich anfange, ich habe heute eine neue Frise ausprobiert. Was sagen wir dazu? Bitte schreibt es mir in die Kommentare, ich weiß noch nicht genau. Und wie immer ein kleiner Disclaimer, das hier sind nur meine eigenen Meinungen, meine eigenen Tipps, meine eigenen Erfahrungen. Ich bin natürlich kein Profi. Ich scroll jetzt einfach mal durch die Fragen, die ich so bekommen habe. Ich glaube, einige lassen sich recht schnell beantworten. Einmal kurz die hier vorweg, dazu habe ich ja schon öfter mal was gesagt, deshalb sage ich jetzt nur ganz kurz was. Was macht die Kupfergette bei dir? Alles fit im Schritt? Alles fit. Alles, wie ich es schon öfter erzählt habe. Nach wie vor. Lieber in einem höheren Alter das erste Mal mit dem Richtigen oder jünger mit dem Falschen? Mit dem Richtigen natürlich. Was für eine Antwort habt ihr von mir erwartet? Nein, aber ganz ehrlich, das erste Mal ist so eine intime Sache, dass wenn ihr lieber warten möchtet oder wenn ihr euch an irgendeinem Punkt noch nicht mit dem Richtigen fühlt oder noch nicht bereit fühlt, kann ich euch nur raten, das sage ich immer wieder, zu warten. Und ich weiß, auch das sage ich immer wieder, aber trotzdem nochmal kurz, bitte überstürzt es nicht, macht nichts, was ihr nicht möchtet, lasst euch von niemandem zu irgendetwas zwingen. Wenn irgendein Partner oder wer auch immer euch das Gefühl gibt, dass ihr Sex haben müsst, um gut genug zu sein oder dass ihr nicht verlassen werdet oder so, verlasst diesen Menschen, weil mit solchen Menschen möchtet ihr gar nichts zu tun haben. Die richtige Person wird mit euch warten, bis ihr euch bereit fühlt und auch nur mit euch intim werden wollen, wenn ihr euch dafür bereit fühlt. Kamen einige Fragen zum Thema erstes Mal. Ich hatte schon mal in einem Sextalk, der etwas länger her ist, ein bisschen mehr darüber gesprochen. Deshalb dachte ich mir, ich kann das heute noch mal ein bisschen aufgreifen. Hattest du bei deinem ersten Mal Schmerzen? Erste Mal, Angst vor Schmerzen. Ist es normal, dass man beim ersten Mal solche krassen Schmerzen hat, immer wieder? Also, ich möchte weder irgendwas schönreden, noch irgendjemandem Angst machen. Das Wichtigste ist, ich würde behaupten, das ist wirklich so die wichtigste Bedingung dafür, dass Dinge glatt laufen, ist, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch bereit fühlt, dass ihr das Ganze langsam angeht, dass ihr mit jemandem seid, bei dem ihr jederzeit sagen könnt, okay, stopp, ich möchte gerade einfach nicht mehr, wir müssen es irgendwann nochmal versuchen oder stopp. Das ist mir gerade ein bisschen unangenehm oder es tut ein bisschen weh. Das kann passieren. Bei mir war es auch so. Bei mir war das erste Mal sehr frühzeitig abgebrochen, weil es einfach von meiner Seite aus nicht so ging. Und das ist auch vollkommen in Ordnung gewesen. Und dann kann man, wenn man sich wieder bereit fühlt, es einfach nochmal probieren. Und es kann schon sein, dass es die ersten paar Male vielleicht etwas unangenehm ist. Ich bin natürlich kein Profi, wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, wie bei der einen Frage, dass ihr es schon oft versucht habt, aber es immer wieder extrem unangenehm war, dann würde ich vielleicht tatsächlich mal zum Gynäkologen gehen, es abchecken lassen. Vielleicht ist es ja auch irgendwas anderes. Für einige ist das erste Mal super schön und die haben gar keine Probleme damit. Für andere ist das erste Mal nicht so schön. Aber wichtig ist, euch keinen Stress zu machen, euch keinen Druck zu machen, euch auch keinen Druck machen zu lassen von irgendwem, wie gesagt. Und es einfach langsam anzugehen. Macht einfach nur das, was sich für euch richtig anfühlt und was ihr gerne machen möchtet. Und dann wird das schon. Und macht euch auch nicht selbst Druck dafür, dass es irgendwie jetzt sein muss, weil ihr in einem bestimmten Alter seid oder was auch immer. Es ist total egal. Jeder zu seiner Zeit und das ist vollkommen in Ordnung und daran gibt es nichts auszusetzen. Wenn irgendjemand euch dafür schämt, weg mit der Person. Ciao. Brauche ich nicht. Wann weiß man, dass man gekommen ist und ändert sich das Gefühl nach einigen Malen? Wie gesagt, jeder Mensch ist total unterschiedlich, jeder Körper ist total unterschiedlich. Deshalb kann ich das jetzt nicht für jeden beantworten, aber ich persönlich würde sagen, wenn du gekommen wärst, würdest du es wissen. Und wenn du dir nicht sicher bist, bist du vermutlich nicht gekommen, würde ich denken. Ich bin nicht sicher, aber sowas auf jeden Fall bei mir. Und ob sich das ändert, kann schon sein. Das ist, also ich würde sagen, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie es einfach gerade so ist, je nachdem auch vielleicht, wie das Vorspiel war, wie alles insgesamt war. Also es gibt schon Sachen, die man tun kann, um das ganze Erlebnis noch intensiver zu machen. Wie stehst du zum Fußfetisch? Prinzipiell habe ich nichts dagegen, wenn irgendwer irgendeinen Fetisch hat, solange niemand zu Schaden kommt und alles einvernehmlich ist, ist mir das egal. Aber wogegen ich ein bisschen was habe, ist, wenn man Leuten seinen Fetisch aufzwingt und unangenehme Fragen stellt, wie du, mein Lieber. Du hast nämlich nicht nur gefragt, wie stehst du zum Thema Fußfetisch, sondern auch noch, magst du Fußmassagen und welche Schuhgröße hast du? Du hattest doch mal über eine Plattform für Fairporn gesprochen, oder? Lasst mir euch mal ganz kurz ein Bild vor Augen geben. Wart ihr schon mal, und seid mal ganz ehrlich zu euch, ihr müsst es nicht kommentieren, aber wart ihr schon mal auf einer Pornoseite unterwegs und
es nicht so richtig genießen können, weil ihr euch die ganze Zeit gefragt habt, ist das eigentlich alles okay, was da abgeht? So, ist diese Frau da gerade mit einverstanden? Kann ich moralisch gesehen, ethisch gesehen, das unterstützen, was ich hier gerade sehe? Fühle ich mich dabei vielleicht auch ein bisschen unwohl? Man weiß es halt nie so richtig, ne? Man weiß nie, ist das jetzt nur ein Beispiel, ein Porno, wo eine Frau einvernehmlich zugestimmt hat, unterwürfig zu sein in diesem Szenario, weil ihr das gefällt? Oder wird sie dazu gedrungen? Und genau deshalb finde ich das Thema Fairporn so wichtig. Und es gibt mir die perfekte Überleitung zu unserem Kooperationspartner für dieses Video, über den ich mich wirklich sehr freue. Und zwar möchte ich euch in diesem Video nochmal Cheeks vorstellen. Cheeks ist nämlich eine Sexual Wellness Plattform, auf der ihr natürlich erotische Filme, also Pornos finden könnt, aber auch zum Beispiel Tutorials, mit denen ihr ein bisschen mehr über euch und eure Sexualität vielleicht lernen könnt. Es gibt auch Audiogeschichten, es gibt einen Blog mit ganz vielen super interessanten Themen. Es gibt auch Workshops, an denen man teilnehmen kann online, und die sind tatsächlich auch super spannend. Also das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfeatures, weil da gibt es so viele coole Themen. Und Cheeks legt eben seinen Fokus auf fairen Porn, beziehungsweise ethnical Porn könnte man auch sagen. Das bedeutet beispielsweise, dass die Performer alle volljährig sind, dass alles einvernehmlich passiert, also nichts wird gezeigt, was nicht mit einer Einwilligung von allen Beteiligten einhergegangen ist. Die Performer werden fair bezahlt und vergütet, und sie repräsentieren eben auch auf ihrer Webseite verschiedenste Formen der Sexualität, verschiedene Geschlechter, Menschen, Vorlieben, alles. Und lasst euch nicht täuschen, nur weil es ethnical Porn ist, heißt es nicht, dass es da nicht auch Videos geben kann, wo beispielsweise, wie vorhin gesagt, eine Frau sich unterwürfig verhält, wenn man darauf steht. Dann ist es nur eben ein Video, wo man sich sicher sein kann, dass diese Frau gesagt hat, dass sie das gerne auch drehen möchte so und dass sie damit einverstanden ist. Ihr müsst euch da also keine Sorgen machen, auf irgendwelche Inhalte verzichten zu müssen, denn Cheeks legt wirklich Wert darauf, Sex so darzustellen, wie er ist und auch sein sollte, nämlich divers und lustvoll und einvernehmlich. Cheeks unterstützt außerdem noch Produktionen, die nach fairen und feministischen Kriterien arbeiten, und außerdem noch selbstständige Projekte, die einfach ihren Werten entsprechen. Ich blende euch hier jetzt auch mal einen kleinen Einblick in die Seite ein. Ich muss es natürlich für YouTube ein bisschen zensieren. Aber es ist wirklich auch eine sehr ästhetische Plattform. Man fühlt sich wohl, da drauf zu sein. Man wird nicht mit irgendwelchen Werbebannern beballert von allen Seiten. Mit meinem Code Maggie könnt ihr die Plattform auch 14 Tage lang kostenlos und unverbindlich testen. Nach den 14 Tagen würdet ihr theoretisch in ein Jahresabo übergehen, aber ihr könnt auch jederzeit davor kündigen und nur erstmal die 14 Tage schauen, ob ihr es mögt. Das Jahresabo liegt bei 9,90 Euro im Monat und das Monatsabo liegt bei 14,90 Euro im Monat. Dafür könnt ihr dann aber auch jederzeit kündigen und es gibt keine Mindestlaufzeit. Ich finde, es lohnt sich absolut, mal vorbeizuschauen. Mit meinem Code könnt ihr das Ganze ja auch, wie gesagt, 14 Tage lang unverbindlich testen und dann noch entscheiden, ob es was für euch ist. Aber ihr könnt nichts verlieren. Ihr könnt es einfach mal testen. Warum nicht? Ich weiß nicht, was mir gefällt. Habe wenig Interesse an Sex und kaum Lust. Woran kann es liegen? Es können natürlich super viele unterschiedliche Dinge sein. Das wäre jetzt von mir auch wirklich nur geraten, was es sein könnte. Bei mir war ein großer Teil meines Libido-Verlusts der Pille geschuldet. Aber da war es halt auch so, dass ich wusste, dass es früher anders war und es sich dann halt bei mir verändert hat. Also bei mir war es nie so, dass ich von Anfang an eine geringe Libido hatte. Vielleicht bist du einfach so, vielleicht ist das einfach dein Wesen, vielleicht hast du nicht so viel Interesse an Sex, da gibt es ja auch genug Leute, die das genauso empfinden. Aber ja, vielleicht musst du auch einfach noch so ein bisschen deinen eigenen Weg finden, vielleicht fühlst du dich auch noch nicht bereit und deshalb fühlst du dich eher unter Druck gesetzt davon und nicht wirklich, ja, davon angetan, sag ich jetzt mal. Und ich würde mir da einfach Zeit lassen, schauen, wie es sich so entwickelt bei dir. Vielleicht auch mal beim Frauenarzt einfach sicherheitshalber abchecken, dass alles okay ist. Wenn du vielleicht Hormone nimmst, könnte es natürlich daran liegen. Ich will da jetzt keine detaillierteren Vermutungen anstellen, weil ich ja echt kaum Informationen habe. Deshalb ist das so eine etwas, ja, allgemeiner, gefasstere Antwort. Ich hoffe, das ist okay. Was ist, wenn man Angst hat, dass man unten riecht? Also, dazu möchte ich was sagen. Eine Vagina riecht nicht wie eine Rose. Denn eine Vagina ist keine Rose. Wenn ihr Typen trefft, die denken, dass Geschlechtsorgane wie Blumen oder irgendwie sowas riechen oder schmecken oder wie irgendwas anderes Lebensmittelartiges riechen oder schmecken, dann kann man wahrscheinlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass diese Typen entweder noch nie Sex hatten oder vielleicht noch nie so nah an die Vagina rangekommen sind, dass sie es noch nicht erfahren haben. Ich bin nicht ganz sicher. Mir ist das sowieso ein Rätsel, wie Leute das denken können. Weil, ich meine, es ist ein Geschlechtsorgan. Da unten herrscht ein pH-Wert. Da gibt es Bakterien, die kursieren, gute Bakterien auch. Milchsäurebakterien zum Beispiel. Alles Mögliche. Es wird einfach nicht wie eine Blume schmecken. Es wird auch nicht wie eine Blume riechen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Natürlich ist es wichtig,
eine grundsätzliche Hygiene irgendwie so beizubehalten, auch weil man sonst vielleicht so ein bisschen die Flora da unten durcheinander bringt und dann irgendwie anfällig wird für einen Pilz. Aber für die meisten Menschen reicht es tatsächlich, regelmäßig mit Wasser zu waschen, weil Seifen und solche Sachen sind halt auch, reizen auch den Bereich, weil das mit dem pH-Wert einfach überhaupt nicht miteinander zusammenpasst. Und dann der Bereich nur gereizt wird, das kann dann wiederum auch wieder zu einem Pilz oder sowas führen. Es gibt speziell Produkte, Waschgele oder so, die für diesen Bereich geeignet sind. Die kann man auch verwenden, wenn man was anderes noch braucht, was zusätzliches. Ich würde einfach eine regelmäßige allgemeine Hygieneroutine einhalten. Und dann braucht man sich, glaube ich, auch keine großartigen Gedanken machen. Außer, ihr habt das Gefühl, ihr macht alles und ihr seid hygienisch und ihr achtet auf das alles. Und trotz dessen habt ihr das Gefühl, dass irgendwas da unten nicht stimmt, dann zum Frauenarzt gehen. Weil ein sehr unangenehmer Geruch kann auch von verschiedenen Krankheiten, sage ich jetzt mal, in dem Bereich stammen. Und das kann ein Frauenarzt euch dann ziemlich easy wahrscheinlich sagen. Macht euch nicht so viele Gedanken darüber, da irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen. Gute Männer werden wissen, dass sie nicht zu erwarten haben, dass es da unten nach Blumen riecht. Und wenn sie es tun, dann weiß ich nicht, vielleicht wollt ihr dann auch nicht unbedingt mit denen schlafen. Ich will jetzt niemandem hier auf die Füße treten, aber... das ist nur meine Meinung. Es gibt sicherlich auch Typen, die super nett sind und es einfach nur nicht besser wissen. Denen kann man das dann erklären und wenn sie es dann verstehen, ist ja alles tippitoppi. Eine Frage, die auch mehrmals kam, ist, wie geht man mit einem unterschiedlichen Sexdrive in der Beziehung um? Oder auch, was machst du dagegen, wenn man schon länger kein Bedürfnis auf Sex hat? Das ist meiner Meinung nach auch eine sehr valide Sorge, dass... kann häufig vorkommen, vor allem in längeren Beziehungen, wenn man dann irgendwie schon lange zusammen ist, diese frische Verliebtheitsphase ist vorbei. Da kann es dann auch schon mal sein, dass man da ein bisschen in so einen Trott kommt. Ich glaube, ich hatte da schon mal so ein bisschen was zu gesagt. Vielleicht einfach mal probieren, was Neues auszuprobieren. Ich würde auch, vor allem wenn man so einen unterschiedlichen Sexdrive in der Beziehung hat, offen darüber sprechen, irgendwie kommunizieren, hey, mir geht so und so, das und das empfinde ich. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht das und das mal versuchen oder was auch immer. Ich würde nie jemanden zu irgendwas pressuren, aber es ist halt wichtig, gemeinsam darüber zu sprechen, was einem fehlt oder eben auch nicht fehlt, wie auch immer und wie man damit gemeinsam umgehen möchte. Weil wenn man einen sehr unterschiedlichen Sexdrive hat, führt das ja bei beiden Personen vermutlich irgendwie zu einer Frustration. Und man muss da irgendwie versuchen, so den Mittelweg zu finden, vielleicht gemeinsam einfach eine Lösung zu finden, die für beide okay ist. Und wenn man gerne seinen Sexdrive ein bisschen wieder ankurbeln möchte, dann kann man eben das versuchen, mal wieder neue Sachen auszuprobieren. Vielleicht sich auch mal eine erotische Audio-Story anzuhören oder so, finde ich halt auch ganz spannend. Ist halt auch ein bisschen mehr so wieder was Neues. Gibt es wie gesagt auch bei Cheeks übrigens. Ja, aber generell neue Dinge ausprobieren, gemeinsam auch darüber zu sprechen, das kann auch, glaube ich, schon helfen. Toys können auch helfen. Kann man auch gut gemeinsam verwenden. Was tun, wenn man den Wunsch nach weiteren Sexpartnern hat, seinen Partner aber liebt und eine Trennung nicht in Frage kommt? Ich würde sagen, da bist du in einer ziemlich ungünstigen Lage, kann man schon mal sagen. Da wirkt für mich irgendwie der einzige Ausgang dieser Situation, die ermöglicht, bei deinem Partner zu bleiben, aber trotzdem deinen Wunsch zu erfüllen, wäre eine offene Beziehung. Aber wenn das zum Beispiel für deinen Partner oder auch dich gar nicht in Frage kommt, weiß ich nicht so recht, ob es da tatsächlich wirklich eine Lösung gibt. Das Einzige wäre vielleicht, mit dem Partner irgendwie daran zu arbeiten, neue Dinge auszuprobieren, damit man so ein bisschen diesen Wunsch nach was Neuem stillt. Prinzipiell bin ich ja immer Team darüber reden, darüber kommunizieren. Vielleicht findet man ja gemeinsam irgendwie eine Lösung, man weiß ja nie. Ja, vielleicht hilft es ja auch schon, wie gesagt, mit deinem Partner einfach mal ein paar neue Dinge auszuprobieren. Vielleicht auch mal ein Rollenspiel. Ich weiß, es ist bestimmt am Anfang ein bisschen komisch, aber wer weiß, vielleicht kann es helfen, wenn man sich da wirklich ein bisschen Mühe gibt und sich da reinstürzt. Spielzeug gemeinsam nutzen, ja. Viel mehr brauche ich dazu nicht sagen, oder? Wie Sexleben auffrischen, da haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen. Kommunikation ist das A und O und dann gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Aber eine Sache, die ich vielleicht auch kurz sagen will, ist, macht euch nicht zu sehr dafür fertig, wenn ihr mal in so eine Situation kommt. Ich glaube, es ist vollkommen normal. Ich glaube, die meisten Paare erleben das irgendwann mit Stress aus dem Alltag und Job und Geld verdienen und irgendwie Kinder. Wenn Kinder noch dabei sind, dann wird es nochmal wieder eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Das ist vollkommen normal, dass man mal so gegen so eine Bürde irgendwie kommt. Wahrscheinlich auch mehrmals im Leben. Und das Wichtigste ist einfach, dass man sich da gemeinsam versucht, ne, darüber zu kommen, über die Bürde. Ich weiß nicht, ob das alles gerade einen Sinn ergeben hat, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Würdest du mal mit einer Frau schlafen? Ja, ich glaube schon. Wenn sich das ergeben würde, ich würde es nicht ausschließen. Und ihr so? Würdest du mal einen Dreier haben? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich habe jetzt gerade kein Bedürfnis dazu. Aber never say never, I guess. Wie mache ich meinen Partner auf meine Lust aufmerksam? Am besten subtil in Klammern schüchtern. Ich weiß, es ist schwer. Und ich will dich auch nicht zu irgendwas drängen. Mach das, was sich für dich am besten oder am richtigsten anfühlt. Aber oft ist es, glaube ich, so, dass aus solchen Situationen schnell mal Missverständnisse entstehen, wenn man nicht einfach wirklich das kommuniziert, was man möchte.
Und vielleicht hilft es dir so ein bisschen so drauf zu blicken, dein Partner ist ja eigentlich dein engster Vertrauter und du hast körperliche Intimität mit ihm, du hast Sex mit diesem Menschen. Was hindert dich daran, einfach zu sagen, hey, ich will Sex mit dir? Ich meine, wenn man schon Sex hat, dann kann man doch auch zugeben, dass man gerne Sex hat, oder? Oder habt ihr noch keinen Sex? Dann verstehe ich deine Frage vielleicht noch ein bisschen besser. Vielleicht bin ich ja nicht die richtige Ansprechperson für, weil ich bin immer team offen kommunizieren. Wenn ich irgendwas will, dann manchmal tendiere ich auch so ein bisschen darum rumzudrucksen und dann denke ich mir so, ach komm, es bringt überhaupt nichts und dann sage ich es immer einfach offen und ehrlich und das ist noch nie irgendwie merkwürdig aufgenommen worden, weil ich meine, was soll ein Partner sagen, wie, du willst Sex mit mir, das ist ja komisch. Nein, das wird keiner sagen. Also ja, denk einfach daran, dass es keine komische Sache ist, zu äußern, was du gerne willst und was du dir wünschst. Aber wenn andere eher Schüchterne unter euch da Tipps haben, gerne in die Kommentare damit. Hattest du schon mal mit Irritationen, Infektionen oder Krankheiten da unten zu kämpfen? Ja. Und ich glaube, das hat jede Frau im Laufe ihres Lebens. Ich glaube, da ist noch ein viel zu großes Tabu und viel zu großes... Wir reden nicht darüber hinter. Ja, ich glaube, das ist vollkommen normal. Es ist da unten so ein empfindlicher Bereich. Das kann so schnell aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Und manche sind dafür halt besonders anfällig, manche vielleicht nicht so doll. Das ist vollkommen normal, dass da mal was abgeht. Dass man einfach zum Frauenarzt gehen, immer sicher sein, dass man das abklären lässt. Und versuchen natürlich, sich nichts Schwerwiegenderes einzufangen. Also nicht ungeschützt mit random Leuten zu schlafen. Tipps für Analsex. Hab da irgendwie Schiss vor und find's ein bisschen eklig. Ja, wieso machst du es denn, wenn du Schiss davor hast und es auch irgendwie nur eklig findest? Du musst es doch nicht machen. Also wenn dich irgendjemand dazu zwingt, würde ich sagen, hallo, nein ist nein. Und das ist auch okay. Wenn du es nicht willst, lass es einfach. Wenn du es willst, ja, ehrlich gesagt habe ich nicht viele Tipps für dich. Da bin ich auch ein bisschen überfragt. Ich würde einfach sagen, ganz, ganz, ganz langsam und sicher angehen. Wahrscheinlich viel Gleitgel benutzen. Ich glaube, dafür gibt es viele Sachen im Internet zu lesen. Leider kann ich dir da nicht wirklich weiterhelfen, sorry. Okay, ich glaube, ich quatsche jetzt schon eine Weile. Ich denke, das reicht für heute. Ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, wie immer. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, lasst uns da etwas quatschen. Ich lese und beantworte eigentlich immer alle Kommentare. Schaut auch gerne bei Instagram und TikTok vorbei und bei Cheeks, Code Maggie, für 14 Tage kostenlos testen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao!